Was geht ab? Herzlich willkommen hier zu Kuchen TV Uncut. Weißt du, warum sage ich den Namen eigentlich immer auf Englisch? Der hat gar keinen englischen Namen. Der ist eigentlich doch, na, Kuchen TV Uncut. Egal, auf jeden Fall reagieren wir heute wieder auf meinen besten Freund Montana Black 88, der beste Mann des Universums. Der hat nämlich sich es natürlich auch nicht entgehen lassen, auf mein Video zur militanten Veganerin zu reagieren. Und ja, wir gucken heute rein und werden uns das Lob abholen und dann gucken wir mal, was so also abgeht. Ich habe ja nur die zweite eine Link in der Kamera. Beschreibung ist Twitch. Wir überlegen hier oben in dem Setup vielleicht noch eine zweite Kamera reinzuhauen. Oh, warte, wenn ihr möchtet, ich poste kurz ein Bild in die Instagrams, in Instagram-Story. Luna, dankeschön für den Prime-Sam. So, gut. Story reingepackt. Okay, dann gucken wir uns an von KuchenTV. Militante Veganerin will Leroy verklagen wegen Kritik Kuchentalks. Ja, Kuchen und ich jetzt beste Freunde, so ein Ding ist das. Na, oder er war auch gestern in Twitter-Space übrigens. Jo, Freunde der Veganer. Also ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie das ich. Das muss ich mir mal einmal ganz kurz angucken. Mittlerweile, YouTube entscheidet, also ich gebe euch nur die Anleitung. Montana Black. Naja, soll man lieber zeigen, wie man KuchenTV abonniert. Ich will mal gucken, wie mein letztes Video da angekommen ist. Oh, fast 700.000 Aufrufe, okay. 40.000 Daumen. Ja, das war Jane Space da, ja, klar, red dir das ein. Sein Hass ihr gegenüber hat ihn so weit gebracht, dass die Beleidigung, die er rausgehauen hat, auf so einem lyrischen, krassen Level waren, wie man es nicht gewohnt ist, vom Motto, super geil, totgelacht. Okay, also mittlerweile, ich weiß nicht, wie es anderen Creatern geht, YouTube-Kommentare sind auch wichtig, aber am Ende des Tages ist Like, Dislike. Bruder Bilal, ich muss auch nicht lutschen. Alles, was ich mache, ist einfach guten Content zu produzieren, aber davon kannst du ja nicht gerade sprechen. Das, was am meisten übers Video aussagt, finde ich. Das Video ist, denke ich, gut angekommen. Ich wollte, wie gesagt, auch die militante Veganerin jetzt nicht deformieren oder krass disrespektieren. Deformieren. Ihre Antwort auf das, was ich gesagt habe, war ja, dass man mit mir nicht sachlich diskutieren kann, argumentieren kann, was man ja halt, also wenn es so ist, das Gleiche könnte man halt von ihr sagen, denke ich mal, ne? Schau dir mal die Kommentare von den neuesten Videos an. Wie meinst du, von meinen neuesten Videos oder was? Was meinst du? Warte, speichere ich mir mal, dass ich die Antwort. Deformieren hat Gott mir schon geil. Am Anfang kann man skippen, guten. Wirkliche Konversation von ihr gesehen, wenn es um diese Thematik geht. Heute geht es mal um die wilde Veganerin. Boah, Digga, ich leise, ne? Macht er noch lauter? Wild, ne? Oh, sorry, ich war ein bisschen abgelenkt gerade. Wahrscheinlich habt ihr es alle mitbekommen. Die wilde Veganerin war vor 2 Wochen beim Interview. Habe ich einen Soundbug? Habe ich einen Soundbug oder. Ist er ein bisschen erkältet? Oder? Ziemlich leise, ich kann gleich lauter machen, wenn ihr wollt. Das auch noch skippen, ja, Junge. Ja, Kevin, und ich guck mir in den. Warte. Ich, so, Oh, Digga, scheiße, hab ich mich erschrocken, Alter. Was war da irgendwas angemacht? Junge, Kacke. Ich dachte, hier bricht einer ein oder so. Die Kommentare ziemlich leise, ich kann gleich lauter machen, wenn Hat ihr wollt. Hat er was über Alpha Kevin gesagt? Einer Erde gesagt, ich soll mir die Kommentare bei. Also als allererstes, ich bin da ganz offen und ehrlich, zum Thema richtiger Kevin und Crew. Ach so. In den meisten. Weil, ich kann euch nur so sagen, aber das finde ich. Hated, trotzdem aber Abonnent von deinem Kanal ist. Allermeisten. Überall ist, den sie mir zuschmeißt, den ich auch wieder. Diente ja nicht dazu, die. Das letzte Video, was ich. Gegen oder über die militante Veganerin da gemacht habe, wo ich so mich ein bisschen in Rage geredet habe, diente ja nicht dazu, die irgendwie persönlich anzugreifen. Warum bist du auf einmal so krass auf Monte fixiert? Bruder, ich habe schon früher fast immer auf jedes Video reagiert, wo andere Leute auf mich reagiert haben, weil das einfach Free-Content ist, der super auf Kuchen TV Uncut ankommt. Und warum ich so auf Monte fixiert bin, ist, weil er auf jedes meiner Videos reagiert und ich nur mal alle 2 Tage ein Video hochlade. Und ich dann halt alle 2 Tage auf Monte reagiere. Auch wenn es vielleicht so ein bisschen rübergekommen ist oder vielleicht wollte ich es auch, ich weiß es nicht. Ihr Gegenargument, als ich auf das Video reagiert habe, war, dass man mit mir keine gute Konversation führen kann, was halt, ja,
den Spielball ist, den sie mir zuschmeißt, den ich auch wieder ganz easy zurückschmeißen kann. Ich glaube, ich habe von ihr in den letzten Monaten keine gute, hitzige Diskussion gesehen oder keine gute Diskussion mit Leuten, weil sie eigentlich immer die gleichen Sachen sagt zu der Thematik. Und auch auf eine Art und Weise, die irgendwie sehr unkorrekt rüberkommt. Schauen wir mal. Ja, safe. Muss man aber zustimmen. Ne? Sie sagt halt eigentlich in jedem Interview immer durchgängig das Gleiche. Ne? Also. Jo, Freunde der veganen Ernährung. Heute geht es mal um die wilde Veganerin. Junge, die ist halt wirklich echt wild, ne? Oh, sorry, ich war ein bisschen abgelenkt gerade. Wahrscheinlich habt ihr es alle mitbekommen. Die wilde Veganerin... Tja, wer von euch hat den Toilettenpapier-Joke verstanden? War natürlich nur ein Joke auch, ne? War vor 2 Wochen beim Interview mit Leroy gemeinsam mit Markus Rühl, aka Halbmensch, Halbthunfisch. Um das Interview an sich soll es hier ehrlich gesagt gar nicht gehen. Es war halt genau das, was man erwartet hat. Die wilde Veganerin hat mal wieder ihre radikalen Aussagen gebracht, die sie halt schon vorher 20 Mal rausgehauen hat. Und auch Markus Rühl hat sich halt nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Auch der hat schon einige sehr weirde Aussagen gebracht. In ein Restaurant gehe und da kommt... Warum sagst du nichts zum Video, Bruder? Ich muss doch erstmal warten, bis er anfängt. Was ist das denn? Zu leise. Ich kann einen Ticken lauter machen, wenn du möchtest. Wir machen mal 120% oder 130%. Vielleicht hört es sich besser an für euch an. Junge, der hat ja auch nicht raus. Fleisch, also andersrum, wenn ich in ein veganes Restaurant bitte? In ein Restaurant gehe und da kommt ein Veganer rein, da wirst du bestimmt als Fleischesser andersrum, wenn ich in ein veganes Restaurant gehe. Ich beschimpfe ja die Leute auch nicht, wenn sie hier einen Bohnenauflauf essen. Warum genau sollte ich denn Menschen beleidigen, wenn sie etwas Veganes essen? Also der Kritikpunkt ist ja, dass für dein Essen sonst Tiere gestorben sind, was ja bei Veganismus nicht der Fall ist. Aber auch unsere geliebte Raffaello hat hier wirklich einige sehr komische Aussagen gebracht. Sonst würdest du die Logik dahinter verstehen. Aber man darf doch frei entscheiden. Ich bin doch ein freier Mensch. Darf ich frei entscheiden, ob ich den Leroy jetzt schlage? Also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen soll. Worum es in diesem Video eigentlich geht, ist, dass die militante Veganerin auf das Video von Leroy reagiert hat und ihn jetzt wohl anzeigen möchte. Grund dafür ist eine Klarstellung am Anfang vom Video von Leroy, wo er auf die Vorwürfe eingegangen ist, die gegen Raffaella in den letzten Monaten so veröffentlicht worden sind. Und ich treffe auf Raffaella. Sie setzte sich zum Zeitpunkt des Drehs für die vegane Lebensweise und den Tierschutz ein und nennt sich deshalb die militante Veganerin. Ich habe mich gefeiert für den Joke, ja? Fleischkonsum mit dem Holocaust gleichgesetzt. Ebenso heute. Solche Äußerungen sind äußerst respektlos gegenüber Opfern derartiger Gewalt. Deshalb wurde 2004 gerichtlich verboten, Fleischkonsum mit dem Holocaust zu vergleichen. Außerdem soll sie... 2004 wurde gerichtlich verboten, Fleischkonsum mit dem Holocaust zu vergleichen? Das ist sowieso was, was ich gar nicht verstehe, Digga. Welcher Idiot vergleicht denn Fleischessen mit dem Holocaust? Ja, Raffaella. Digga. Und 2004, das ist ja schon auch ein Augenblick her, also... Ich weiß, Digga, Chat, wir begeben uns da auf dünnes Eis. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht hat oder nicht und ich möchte es ihr auch nicht unterstellen, denn ich habe keine Lust auf die nächste Anzeige, die dann sowieso wieder fallen gelassen wird, aber ja, ich enthalte mich da. Was die gemacht hat und was nicht, darüber können andere urteilen. Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben und zusätzlich hat sie... Äußerungen im Internet verbreitet. Erstmal ist es auf jeden Fall... Ich wollte auch eigentlich gerade sagen so, ja okay, keine Ahnung... Wahrscheinlich zeigt die niemanden an, aber in dem Video geht es ja genau darum, dass sie Leroy angezeigt hat. Das war eine gute Sache, dass er am Anfang von dem Video solche Klarstellungen jetzt hochlädt. Digga, ich komme nicht auf Kuchen seine Stimme klar. Was ist denn los, Alter? Ach, Digga, darf man nicht mal krank sein, Alter? Übrigens eine Sache zu diesem Holocaust-Ding. Ich habe letztens ein Video gefunden, wo irgendwelche TikTok-Livestreamer nach dem Holocaust gefragt worden sind. Ey, einige Antworten könnt ihr euch wirklich nicht ausdenken. Wie findest du den Holocaust? Welchen Holocaust? Ich wusste gar nicht, dass wir einen haben. Holocaust. Oh, danke, Crazy Jack, für das TikTok. Vielen, 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 vielen Dank. Holocaust habe ich jetzt noch nie gespielt, aber ich höre. Vor allem, das Video geht eigentlich 1 Minute 30, ne? Da werden irgendwie so 20 Leute gefragt oder so. Das ist halt wirklich, also. Darf man darüber lachen? Also, ich will nur ganz kurz sagen, wäre cool, wenn jetzt keiner in den Chat schreibt, der ist gar nicht mal so schlecht, ja? Das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Darf man darüber lachen, ist das, oder kriegt man da wieder direkt eine Anzeige? Okay, ich muss doch nicht niesen. Ja. Wo hast eigentlich du das nicht her? Witzig. Digga, keine Ahnung, ich habe das mal auf TikTok gesehen. Oder? Oder bei Program, eins von beiden, ich weiß es nicht. Ja, aber gut. Ich habe es tatsächlich auch nicht mehr gefunden. Aber ich kann es nachher bei Twitter hochladen. Ja, manche mögen es sehr, also ja. Wie geht das? Ja, manche mögen es sehr, also ja, alles klar, Bro.
Digga, jetzt war wirklich, wie kann man, also, ich meine, vor allem, ich habe extra noch zwei Erwachsene genommen, ne? Da waren noch irgendwelche 12-Jährigen, die gefragt wurden. Da kann man vielleicht sagen, gut, in der heutigen TikTok-Jugend mit 12, weiß ich nicht, ob ich das mit 12 wusste, um ehrlich zu sein. Cynthia, dankeschön. Das ist für Cynthia, die tot ist. So, ich weiß nicht, mit 12, okay, weiß ich nicht, ob ich das gewusst hätte, aber Digga, das waren halt zwei erwachsene Leute. Ich verstehe das nicht, wirklich, also da, vor allem, ich wusste nicht mal, dass wir einen haben, so, hä? Boah, Digga, jetzt ein Taschentuch wäre halt echt zick, ne? Okay. Ja. Okay, ich habe hier so irgendwelche Putztücher, so die hier im Müll liegen. Könnt ihr also selbst, wenn man in der Schule nicht gut gewesen ist, muss man doch wissen, was das ist. Aber nun gut, was sagt denn die militante Veganerin zu diesen Vorwürfen? Was ist daran respektlos, wenn man objektive Vergleiche zieht? Wenn man objektive Vergleiche zieht, da gibt es nichts Respektloses. Man kann es höchstens als Beleidigung interpretieren, aber man könnte genauso gut sagen, es ist respektlos, einen Vergleich nicht zu ziehen. Das ist absolut erbärmlich. Das Ganze ist... Ich könnte da jetzt viel zu sagen und sie dafür kritisieren, aber ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen, ihre Aussage. Ja. Ja. Wir lassen es einfach so stehen. Okay, warte mal ganz kurz, also Fun-Pirat, ich habe eine Frage an dich. Also du hast geschrieben, du hast echt kein Content, oder? Du reagierst auf eine Reaction auf dein Video, wo du auch nur drauf reagierst. Also erstmal, das ist ja ein Reaction-Stream, ja? Also selbst wenn ich jetzt ein anderes Video gucken würde, würde ich ja auch nur drauf reagieren. Oder was genau mache ich bei einem anderen Video? Also würde ich dann noch jonglieren oder tanzen? Also das verstehe ich schon nicht so ganz. Und ich meine, inwiefern kann ich denn kein Content haben? Also es gibt ja tausende Videos auf YouTube. Ich könnte mir auch was anderes raussuchen. Ich habe auch noch andere Videos gespeichert. Es kommen auch noch andere Videos. Also den Kommentar wäre klug, wäre cool, wenn du mir das einmal erklären könntest, was genau du meinst. Weil es macht eigentlich gar keinen Sinn, was du geschrieben hast. Verstehen. Sehe ich persönlich schon sehr kritisch. Natürlich muss man sagen, dass die militante Veganerin den Vergleich extra bringt, um einfach so hart wie möglich zu provozieren. Ich persönlich finde es an sich schon schwierig, da man Leid nie gegeneinander aufwiegen kann, man aber schon irgendwo sagen kann, dass der Holocaust das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte ist. Mal ganz abgesehen davon, dass jedes Verbrechen der Menschheit, egal welches, auch immer für sich alleine stehend ein schlechtes Ereignis ist. Natürlich werden die Tiere heutzutage auch wirklich absolut schlecht gehalten, da muss man gar nicht sagen. Ganz objektiv... Ich glaube, was Kuchen damit sagen will, ist, dass man, bin ich gut ausgedrückt, auch wenn es Lebewesen sind, keine Frage, aber das eine sind in Anführungszeichen immer noch Menschen, immer noch Tiere und das andere sind Menschen. Betrachtet, muss man aber zumindest zugeben, dass die Tiere ja für einen Nutzen sterben, also dafür, dass wir Lebensmittel und andere Produkte haben, vollkommen unabhängig davon, ob wir die denn brauchen oder nicht. Beim Holocaust... Das hatte keinen Nutzen. Es ging einfach nur um eine dumme Rassenideologie, die Millionen unschuldige Menschen qualvoll umgebracht hat. Der nächste Vorwurf war dann folgender. Ja, Gewalt. Ja, also ich meine, weiß nicht, vor allem, also das Ding ist so, Raffaela argumentiert ja mal so, dass sie das halt auf eine Stufe stellt. Und ja, so an sich würde ich halt auch sagen, okay, wir haben eigentlich nicht das Recht, als Mensch uns über andere Lebewesen zu stellen. Also zumindest nicht in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wir dürfen jetzt schlechter behandeln, weil wir sind irgendwie klüger und weiterentwickelt und so. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, wir dürfen uns schon drüber stellen, um die Tiere zu schützen beispielsweise, ne? Um sie in Zoos zu stecken, wo sie in kleinen Mini-Gehegen einfach so ein richtig trauriges Leben führen, ne? Aber das zum Beispiel ist natürlich super. Ich finde aber den Vergleich, weiß ich nicht, ist halt, also ich finde trotzdem nicht, dass man das, also dass man das halt miteinander vergleichen kann. Lol, Dankeschön für den Prime-Sub. Vor allem, ich finde es krass, weil eigentlich hat ja ein Gericht schon mal gesagt, dass man das nicht darf. Und als ob sie nie dafür angezeigt wird. Wobei gut, die wohnt in Österreich, glaube ich, ne? In Österreich, glaube ich, ist das, also denen ist das wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig. Zusätzlich hat sie Transphobie. Oh ja, jetzt kam der nächste Satz. Ich habe Kontakte in die rechtsextreme Szene ohne Evidenz eingeblendet. Das ist öffentliche Verleumdung. Ich habe da auch schon mal einen Anwalt dran an das liebe Leroy-Team. Wird lustig, ne? Was? Wo habe ich rechtsextreme Kontakte oder bin da... aktiv? Erstmal hat er in dieser Klarstellung gesagt, sie soll Kontakte in diese Szene haben. Also ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht, ist generell immer schwierig zu sagen, weil was ist jemand, der einfach nur extrem rechts ist und was ist dann wirklich ein Rechtsextremer? Gerade wenn wir jetzt von YouTubern sprechen, dann ist das immer sehr schwer zu sagen, finde ich. Jo, meine Freunde, für die Leute, die sich jetzt denken, warum ist hier Kuchen TV Cut auf einmal am Start? OBS ist irgendwie viermal abgestürzt oder so, muss jetzt mein Computer neu starten. Finde ich eigentlich schwierig zu sagen, weil das ist ja auch einfach okay. Ich meine, White Power wäre ja wirklich, wenn du das ausstreckst. Boah, es tut voll weh irgendwie, ne? Ich glaube, meine Sehnen sind... Beweg mich die ganze Zeit, um zu gucken, ob es abstürzt. Das ist vom Handy, das Störgeräusch, das muss ich weglegen.
Also ich möchte die militante Veganerin nicht in Schutz nehmen. Ich kenne den Kontext des Bildes nicht. Tobias Hoch auch, danke für den Sub. Jetzt habt ihr mit zwei Accounts rein, das ist ein wahrer Freund. Aber ich weiß ja, man weiß ja nicht, wenn wir jetzt nochmal zu dem Bild zurückgehen, man weiß ja nicht, in welchem Zusammenhang so ein Bild entstanden ist. Man weiß ja, oder also ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang das Bild entstanden ist. Aber man weiß ja nicht, ob sie diese Menschen kennt und weiß, in welcher Partei die sind. Da muss man sie, würde ich jetzt erstmal objektiv in Schutz nehmen. Das kann ja auch einfach sein. Ja gut, aber ich meine, das Ding ist halt, dass sie sehr oft mit solchen Leuten irgendwie so Fotos postet, Stories macht, Videos dreht und so. Wenn das jetzt so ein Bild wäre, was mir irgendwie auftaucht, dann würde ich auch sagen, ja okay. Aber es ist halt schon, weiß ich nicht, es passiert halt schon sehr oft. Die Frage ist auch, ich weiß gar nicht, woher der die Story hat, weil ich schätze mal, das weiß nicht, vielleicht wurde, hat sie das auch noch in ihrer Story geteilt oder so? Ich folge der nicht, ich folge nur der wilden Veganerin. Dass diese Personen zu ihr hingegangen sind und haben gesagt, mach mal ein Foto mit uns oder lass mal ein Foto machen. Du weißt ja nicht, ob sie diese Menschen kennt. Und ob der Kollege jetzt hier ein White... Boah, ich habe aber auch überlegt, ob, weiß nicht, ist das ein Okay-Zeichen oder nicht? Wenn ich jetzt Okay machen würde, ich würde so machen. Das ist ja schon ähnlich so, ne? Das ist ja, also du machst ja eigentlich genau so. Und mit der anderen Hand wäre es auch White? Geht das nur mit einer Hand oder geht das mit beiden? Powerzeichen macht oder nicht, das kann sie eventuell aus diesem Blickwinkel ja auch gar nicht sehen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich mag diese Person mit dem, was sie zumindest im Internet von sich wiedergibt, nicht. Aber man muss ja da trotzdem irgendwo differenzieren. So, ich mache da jetzt nochmal ein Fass auf. Vor etlichen Jahren habe ich auch mit einigen Kollegen, als wir bei Mehmet Döner essen waren, ein Foto mit einigen Leuten gemacht. Mit Russen Eddie, mit Memo, mit René und mit ein paar Zuschauern und mit anderen Leuten noch. Und der eine hatte da Thor Steiner Klamotten auf dem Foto. Das habe ich gar nicht da so wahrgenommen. Erstmal wusste ich nicht, was Thor Steiner an Klamotten für eine Marke ist und was das für eine Bedeutung hat. Und zweitens hätte ich es gewusst, ich habe gar nicht gesehen, dass er diese Klamotten anhat. Und dieses Foto hat man dann gepostet, man hatte aber hat das gar nicht gewusst. Weil man auch vielleicht nicht so weit gedacht hat. Versteht ihr, wie ich meine? Ja gut, wie gesagt, ist das ja auch nur ein Indiz halt, ne? Also jetzt das Foto kann man safe verteidigen auf jeden Fall, aber es geht ja einfach auch um die ganzen anderen Leute, mit denen ihr da so rumhängt. Na, also wenn das jetzt halt wie gesagt eine Sache wäre, dann würde ich auch sagen, so ja okay, was willst du jetzt, aber es ist halt schon öfter vorgekommen und einfach. Dementsprechend, ne? Und das muss ja ich das, sie da jetzt ist. In dem Fall auch, ich weiß wie gesagt nicht, in welchem Zusammenhang das Bild entstanden ist, aber da muss man sie in dem Fall, also nur in dem Zusammenhang mal gehört, aber erstmal so. In Schutz nehmen. Denn der rechten Junge, die ganze Zeit Angst, dass der Schweiz das gemacht hat, auf dem einer noch chillig das... Was sind das für Klamotten? Bruder, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man sagt, dass diese Klamotten gerne von Leuten getragen werden, die in der rechten Szene oder rechtes Gedankengut haben. Irgendwie so, keine Ahnung. White Power Zeichen in die Kamera hält. Daraus herzuleiten, geredet hat, kann man, glaube ich, keinem Menschen vorwerfen, der daraus sich diese Schlüsse zieht. Ob das jetzt das White Power Zeichen ist oder nicht, finde ich eigentlich schwierig zu sagen. Schön, dass sie wenigstens auf Twitch gebannt ist. Ist die militante Veganerin auf Twitch gebannt? Ich glaube nicht. Ist sie gar nicht, ne? Ich glaube, die war ja mal gesperrt, okay. Aber. Meine White Power wäre ja wirklich extra Dankeschön für den Framestar. Voll weh irgendwie, ne? Ich glaube, meine Sehnen sind da zu kurz. Vor allem White Power ja auch eigentlich voll cool, ne? Ich meine, ich bin ja auch weiß, aber ich habe halt wirklich gar keine Power. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Wir sind hier alle dagegen. Also gegen White Power. Kraft haben wäre trotzdem cool. Aber unabhängig davon, ob das jetzt das Zeichen ist oder nicht, sind die natürlich klar sehr rechts. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Dazu blendet... Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, woher soll sie das wissen? Das kann jedem Influencer da draußen passieren, dass Zuschauer kommen oder Leute kommen und fragen, können wir ein Bild machen? 2, 3, 4 Leute. Und du kannst ja nicht von jeder rechten Partei oder von jeder rechten Gruppierung irgendwie den Lebenslauf und die Passbilder dir einstudieren. Das heißt, rein theoretisch gesehen kann es jedem passieren, mit Leuten Fotos zu machen. Ich kann gerne nachher den Namen aussprechen, wenn ich das jetzt während der Reaction mache, machen wir heute nichts anderes rechte mehr. Gedanken oder Gedanken haben, also rechtes Gedankengut, was man nicht vertreten ist. Bittet Floste auch ein Interview mit Axel Ost-West ein, was sie geführt hat, wo unter anderem auch das hier Thema war. Eine Augenform, Hautfarbe,
Also an biologischen Merkmalen, ja. Melaninanteil, sowas. Ja, ja, ja. Ja? Okay, dann, also dann ist das... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du kein Koreaner ja. bist. Also was sonst ist denn mit dem Begriff Rasse gemeint? Das meint auch das Grundgesetz. Ja, das sehe ich auch so. Also da sehe ich so ein bisschen die Sprachpolizei auch. Ja, ne? Also sie haben hier öfters eigentlich schon so durchscheinen lassen, oder sie sagen es eigentlich auch, dass es halt menschliche Rassen gibt, je nachdem, welche Hautfarbe du hast. Das Ganze ist halt wissenschaftlich einfach kompletter Schwachsinn, da eine andere Hautfarbe alleine nicht dafür sorgt, dass du einer anderen menschlichen Rasse angehörst. Dazu hat sie zum Beispiel auch vor einigen Monaten... Ja, vor allem das Ding ist, Axel Horst West hat das sogar kommentiert und meinte irgendwie so, ja, aber warum steht das sonst so im Grundgesetz so in dem Sinne? Weißt du, wo ich mir auch so denke, Bruder, also von wann ist das Grundgesetz? 1949 oder so? Das muss geändert werden auf jeden Fall, aber ist auch eine geile Aussage. Ja, Bruder, es steht doch im Grundgesetz. Dann ist doch richtig. So eine dumme Aussage, wirklich. Also keine Ahnung, die Wissenschaft sagt dir halt schon, nein, es gibt keine Rassen. Und du sagst, naja, aber es steht doch so im Grundgesetz. Ja, Bro, es gibt bestimmt viele Sachen im Grundgesetz, die noch geändert werden müssen. Ne? Zum Beispiel Gleichstellung von Mann und Frau. Weil die Frau muss einfach besser behandelt werden. Aha, ihr dachtet, ich werde gebannt, weil ich Männer sage. Aber wenn ich das andersrum mache, dann alle sagen jetzt so, ja, Digga, geil, Tim, korrekt. Ich habe mit Schlomo geführt, der ebenfalls... Ich kann mich da nur wiederholen, lieber Livestream-Chat, das ist eigentlich kein heikles Thema. Weil, und das sage ich so, wie es ist, Leute, die rechtes Gedankengut vertreten, für aus meiner Wahrnehmung, also die gegen Ausländer sind und Adolf Hitler Scheiße feiern und rechtsradikal sind. Junge, wie dumm. Nein, das stimmt nicht ganz. Anhand der DNA kannst du schon feststellen, woher diese Person stammt. Ja, okay. Und weil du es feststellen kannst, ist das eine andere Rasse oder was? Bruder, an der DNA kannst du auch einen expliziten Menschen klar machen. So werden Mordfälle heutzutage täglich aufgeklärt. Ist jetzt jeder Mensch eine eigene Rasse oder was? Ey, Junge. Das sind nur weil sich ein paar DNA-Stränge unterscheiden zwischen einem Weißen und einem Schwarzen, reicht das doch nicht, damit du eine andere menschliche Rasse hast, Digga. Ey. Meiner Wahrnehmung Idioten. Und ich kann meinem Publikum, meinen sowohl älteren als auch jungen Zuschauern, nur mit auf den Weg geben, da wiederhole ich mich wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, unterscheidet zwischen Menschen wie folgt. Guter Mensch, schlechter Mensch. Ganz einfach. Es gibt nur gute und schlechte Menschen. Falls offen ziemlich, ziemlich rechts ist, um ehrlich zu sein. Vor ein paar Jahren hat er zum Beispiel auch mein Interview mit Massengeschmack geführt und hat er einfach das hier gedroppt. Mit dem Islam, nee. Also ist es nicht möglich, den zu vereinbaren mit Demokratie an sich, mit westlichen Werten an sich. Also ich denke, der Islam an sich muss, entweder muss sich abgeschottet werden von dem Islam oder der Islam muss an sich ausgelöscht werden. Das sind politische Gespräche nach zwei Bier. Also das ist, ja, mein komplett betrunken in dem Interview, check ich nicht. Davon halt, natürlich... Was hat er da gesagt, Eggy? Ich distanziere, muss ich euch nicht sagen. Ob sie selber recht ist oder nicht, lässt sich natürlich schwer sagen. Ich glaube, sie findet es auch einfach gut, dass das halt Menschen sind, die ihr einfach Aufmerksamkeit geben. Aber trotzdem muss man das Ganze... Ja, aber ich sehe es auf jeden Fall wie Monte. So, ich finde, man sollte Menschen halt einfach nur in gute und schlechte Menschen unterscheiden. So, ja, okay, es gibt Ausländer, die halt doof sind, gibt aber auch Deutsche, die genauso doof sind. Also, da jetzt irgendwie zu sagen, nein, alle Ausländer müssen hier raus, alle sind doof, ist halt einfach... offensichtlich halt ein ziemlich dummer Take und ich denke mal, das ist was wir auf jeden Fall alle mitnehmen sollten, ne? Dass Ria Nico halt einfach gehen muss, weil er ein schlechter Mensch ist, aber die Herkunft ist uns egal. Kannst du natürlich kritisieren. Der nächste. Natürlich siehst du das wie Monte. Ja, safe, Digga, weil sonst war ich ja eigentlich auch immer für Rassismus. Ich fand das immer super so, aber jetzt, wo Monte wieder auf mich reagiert, bin ich plötzlich dagegen. Ey, Junge. Hat man nicht mittlerweile das Gefühl, nicht böse gemeint jetzt, hat man nicht das Gefühl aktuell, dass die militante Vibrationskünstlerin aktuell überall hingeht, wo es Aufmerksamkeit gibt, und ihr ist es eigentlich auch völlig egal, ob das Leute sind, die ihre Ansicht teilen oder nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die egal wo, egal mit wem, Hauptsache das gibt Reichweite, hingeht und mit denen dreht und sich sehen lässt. Ja, safe. Also ich habe auch das Gefühl, dass es der militanten Veganerin in letzter Zeit halt echt nur noch darum geht, halt irgendwie so viel Reichweite wie möglich zu machen, ne? Sie weiß halt, dass sie sehr krass polarisiert und nimmt halt einfach alles mit, was geht. Ne? Ich meine, guck mal, das Leroy-Ding alleine, also die 3 Millionen Klicks kommen nicht von Markus Rühl, würde ich jetzt auf jeden Fall mal schätzen.
Und ja, deswegen muss man einfach sagen, die nimmt einfach alles mit, überall, wo sie Reichweite bekommt, sie nutzt es komplett aus, um sich halt selber jetzt halt daran zu bereichern, dass sie halt auch OnlyFans und so weiter macht. Wie gesagt, dagegen habe ich gar nichts, kann sie halt machen, aber eben, man merkt halt einfach, dass so Veganismus und Tierschutz und so weiter immer mehr in den Hintergrund rückt halt für die anderen Sachen, wo sie halt dann Geld mitverdient. Das hat schon so einen faden Beigeschmack auf jeden Fall, muss man sagen, ne? Sie vor deiner Tür. Ich würde mit der niemals in der Öffentlichkeit auftreten, weil ich für mich da gar keinen Mehrwert drin sehe. Wenn ich die jetzt mal privat treffen würde oder auf einer öffentlichen Veranstaltung, würde ich mit ihr privat reden unter vier Augen. Aber ich habe ja eigentlich gar nichts zu sagen, weil alles das, was ich ihr zu sagen habe, ich auch schon in der Öffentlichkeit gesagt habe. Ja. Der Vorwurf ist dann folgender. Und zusätzlich hat sie transphobe Äußerungen im Internet verbreitet. Sie hat transphobe Äußerungen im Internet verbreitet. Lieber Leroy, wir haben hier nochmal einen argen Fall von Verleumdung, den du evidenzbefreit am Anfang von einem Video bringst, wo es um ein ganz anderes Thema geht, um nicht... War das wieder bei mir oder war das bei Kuchen? Das war wieder bei Kuchen eingebaut. Dieser kleine Hund. Dieser kleine Hund. Ich bin einfach zu faul. Das macht er doch mit Absicht. Negativ zu framen, ja. Sie ist also überhaupt nicht phob, egal gegen welche Menschen. Genau. Mhm. Zu diesem Thema haben halt Leute wie ich oder Beta Kevin in der Vergangenheit halt schon Videos gemacht. Sympathisch. Kuchen, das ist... So, Kuchen TV Cut Nummer 2. Ich muss mal kurz mein Essen reinholen. Ich habe 12 Euro für einen Saft ausgegeben, also so einen alkoholfreien Cocktail, um auf den Mindestbestellwert zu kommen, ne? Digga. So. Wieder eine Reaktion mehr in Zukunft. Denn es gibt entsprechende Discord-Nachrichten. Digga, Beta Kevin muss einfach sein. Das Gegenteil beweisen. War Spargelcremesuppe. Leute, ich habe gerade was Lustiges gefunden. Circa 1% der Bevölkerung leidet an einer Form der multiplen Persönlichkeitsstörung. Aber drauf. Unter 1% der Bevölkerung ist trans. Das heißt, eigentlich sollten wir uns weniger um Pronomen wie er, sie, Einzahl etc. streiten, als um Pronomen wie Einzahl, Mehrzahl, er, sie. Das Einzige, was ich daraus lese, ist halber Biber, ganzer Hurensohn. Anscheinend mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung gleichgestellt, hat danach auch gesagt, dass sie sich für multiple Toiletten einsetzen möchte und 10-mal am Tag die Pronomen ändert. Und klar, es gibt Leute, die das mit dem Pronomen wirklich absolut übertreiben, wie zum Beispiel hier. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als... Oh mein Gott, ich habe diesen Clip bei TikTok gesehen. Das ist einer der schlimmsten Clips, die... Vor allem, ich glaube, die an der Seite, die linke, das ist, glaube ich, doch echt die irgendwie gesagt hat, Enz Einkaufskorb oder so. Jemals in meinem... Oder sieht die nur 1:1 so aus? Ich habe das ja aus ihrem Video und die hat das auch angesprochen, aber das könnte die wirklich sein, das ist Lan Hornscheid oder nicht? Oder die sieht doch nicht nur 1:1 so aus. Leben gesehen habe einfach von den beiden eisleckenden Schönheiten. Das ist wirklich, also Junge, aber auch wie die ihr Eis gegessen haben. Ne, guckt euch mal das Original an, wirklich. Schaut's euch an. Guckt euch das an, Alter. Junge, wie lecker ist diese schöne Currywurst, die sich jetzt signaliert wird. Weibliche Moment. Persönlichkeiten an... Wie zum Beispiel hier. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu nahe gekommen. Cooler wäre es, neutral anzusprechen. Ja. Sie sind nicht zu nahe gekommen, Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. Okay, damit... Bruder, sie hat am Anfang gesagt... Irgendwie die Damen oder so. Nö, die haben uns Damen genannt, das ist einfach diskriminierend. Der wirklich, die Welt ist so verloren. Wenn ich besser weiß, sage ich was? Hallo, liebe Menschen. Hallo. Insgesamt kommen diese Nacht. Digga. Ich kann das alles langsam nicht mehr, Chat. Ich kann das wirklich langsam nicht mehr alles, Digga. Hallo Menschen, Beste. Es gibt so viel wichtigere Dinge in unserem Leben in Deutschland, um was wir uns kümmern sollten. Ich kann das alles nicht mehr. Wenn die Oma wieder coole Jugend trifft. Das sind Schmerzen, ja. Komisch rüber, denn es ist ja klar, dass eine Transfrau beispielsweise ihre Pronomen ändert, weil sie ja nicht mehr als Mann, sondern als Frau gesehen werden Richtig. Möchte. Was auch absolut legitim genau. ist. Ja. Dazu hat sie dann noch Catcalling gut gesprochen, also das sexuelle Belästigen durch Zuruf. Unpopular Opinion, Catcalling und Dickpics sollten nicht verboten, verpönt sein. Aus Prinzip sollte ich ihr eigentlich mal einen fetten Jarak-Cock-Gruß von mir rüberschicken. Naja, die 3 Zentimeter, ne, mein Gott. Und sie auch mal fragen, ob sie meinen Jarak bewerten kann. Und wehe, sie macht dann Anzeige, Digga. Rufe zum Beispiel und
Kritik soll natürlich auch erlaubt sein. Das Ganze hat sie dann sogar noch damit argumentiert, dass es ja nur ein Kompliment machen ist und dass vielleicht einige Leute... Warum nicht? Es gibt Leute, die können literally kein besseres Kompliment formulieren. ...das nicht anders können. Ist natürlich schwierig... Stell dir vor, du kriegst es nicht besser hin, als das einzige Kompliment, was du einer Frau machen kannst, ist es, ein Dickpick zu senden. Junge, das ist halt, ey, ich kann das einfach nicht anders, Digga, tut mir leid, was soll ich machen? Sowas gut zu reden, denn Frauen werden damit natürlich einfach belästigt, das ist gar keine Frage, dass das halt nicht erlaubt sein sollte. Natürlich könnte man jetzt sagen, oh, gut, die Nachrichten sind anders rübergekommen, das war eigentlich ein ganz anderer Kontext und ist gar nicht so schlimm. Und ja, das kann natürlich sein. Die militante Veganerin hat diese Vorwürfe aber seit Monaten. Kyla Sharks zum Beispiel hat deswegen auch ein Video mit ihr nicht hochgeladen. Und es gibt immer noch kein klares Statement von ihr, wo sie sich davon distanziert oder wo sie sagt, wie diese Nachrichten eigentlich gemeint sind. Also es steht immer noch im Raum, dass das halt wirklich ihre Meinung ist. Ich habe auch abgesehen von den ganzen Vorwürfen noch immer mehr das Gefühl, dass es hier gar nicht mehr um das Thema Veganismus geht, sondern eigentlich nur noch darum, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen. Danke, Kuchen. Man hat, das ist genau gerne, das, Monte, wo ich auch mir am Anfang gedacht habe, jetzt mit ihrem Onlyfans und so. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aufmerksamkeit für ihr Onlyfans, so traurig. Ich weiß nicht, was ihre Intention ist. Ich kann mich da nur wiederholen. Entweder, ich möchte jetzt keine Aussagen tätigen, wo ich für vielleicht eine Anzeige bekommen könnte. Also entweder, und das ist natürlich nur eine Vermutung und keine Feststellung, entweder ist sie nicht die hellste Kerze auf der Torte, denn wenn es ihr wirklich um das Thema Veganismus und auf... Also ich persönlich glaube, dass sie das Thema Veganismus und so schon irgendwo wichtig ist auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt alles einfach nur gespielt hat, um Reichweite zu bekommen. Oder ist sie so ein kompletter Troll? Nee, glaube ich nicht, weil sie ist auch schon wirklich so auf Demos gegangen und da rumgelaufen und so. Ich glaube, so viel Arbeit hättest du dir, glaube ich, nicht gemacht. Weil es hätte schon gereicht, TikToks und so weiter zu drehen. Also auch schon auf der Straße, aber die hat ja manchmal schon übertrieben. Na, wobei eigentlich, wenn du es jetzt wirklich richtig gut spielst, könnte auch sein eigentlich, ne? Boah, das ist wirklich schwierig, ey. Könnte nicht. Man kann es eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, das Ding ist halt, wie gesagt, dass sie jetzt Onlyfans macht, da habe ich an sich ja auch gar nichts gegen. Das hat sie anscheinend früher irgendwie schon mal gemacht, ne? Das Ding ist halt, also seitdem habe ich irgendwie das Gefühl, also man kriegt irgendwie weniger von ihr mit irgendwie, oder? Dass sie weniger auf die Straße geht und so. Also es wirkt schon so ein bisschen wie so ein Sprungbrett. Oder ich kriege einfach nicht mehr so viel mit von ihr. Dann tut es mir natürlich leid. Aber sie wirkt halt, also es wirkt halt schon so, als ob sie das so als Sprungbrett genommen hat. Dann hatte sie halt diesen krassen Hype oder, ne? Sie war halt auf jeden Fall in aller Munde. Und dann hat sie Onlyfans gemacht. Und jetzt kommt es halt so rüber, so, ne? Noch Leute fronten. Ja gut, das Interview zum Beispiel wurde auch letztes Jahr gedreht. Wie gesagt, ich finde es ja nicht mehr schlimm, dass sie Onlyfans macht, aber kommt natürlich schon so rüber, als ob sie das Thema ein bisschen ausgenutzt hätte, um sich halt selber hier zu bereichern. So, ne? Und das wäre dann schon schade auf jeden Fall irgendwo. Ne? Aufklärung geht, dann sollte sie ja schon vor einiger Zeit gemerkt haben, dass der Weg, den sie dafür eingeschlagen hat, nicht der beste ist, sondern dass sie eher das Gegenteil damit bewirkt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Man hat aber nicht das Gefühl. Tja. Also, versteht mich nicht falsch, Chat. Ich bin auch nicht Mr. Perfect. Versteht ihr? Ich bin auch nicht Mr. Perfect. Wie findest du ihr OnlyFans? Ich habe, glaube ich, am gleichen Tag, als sie das gelauncht hat, haben meine Mods das in die Mod-Gruppe reingepostet, also in dem Video von Reddit. Ja, Crowy kennt sie einfach, wer krass. Wo das hochgeladen worden ist. Dann habe ich mir das schulprojektmäßig einmal reingezogen. Ja, ich sag mal so, mit dem war okay. Also, so jetzt, sie hat frei gesprochen und mit Bildern vorgetragen, also alles gut. Aber mit dem, was sie, also, sie kann vielleicht gute akrobatische künstlerische Sachen. Der arme Mond hat sich ja Augenkrebs bekommen bei dem Video. Also ich weiß nicht, ich habe mir das auch mal so angeguckt gehabt, also was man so irgendwie mal geleakt bekommen hat. Weiß ich nicht, also die hat schon auf jeden Fall einen guten Po, muss man sagen. Schöne Muschel, so, ich weiß nicht, so ihr...
Ich feiere ihre Haare irgendwie nicht so. Ich weiß, ich habe jetzt nichts gegen Kurzhaarfrisur. Ich finde schon, dass es auch Frauen gibt, denen das steht. Aber bei ihr wirkt es auch so, als ob sie das privat irgendwie selber machen würde. Irgendwie. Ihr Mund bei Männern machen. Aber das, was sie geredet hat, tönt mich so ab. Also, sie könnte auch... Also, ihr Charakter ist am Ende das, was auch ihr Onlyfans für mich unattraktiv macht. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, das safe, ja. Geld zahlen würde ich dafür nicht. Versteht ihr? Mich turnt einfach sie als Mensch und ihr Charakter turnt mich einfach ab. Genau. Alright. Und ihre Frisur, das ist doch alles scheißegal, Digga. Ihr Charakter ist einfach das, was mich extremst abturnt an ihrer Person. Sie hat jetzt ja auch einen OnlyFans-Kanal gegründet und das bringt ja den Tieren auf jeden Fall erstmal nichts mehr, sondern klar möchte sie hier einfach krass davon profitieren, dass viele Leute sie kennen. Das Interview mit Markus Rühl war an sich ja nicht mal falsch, was sie gesagt hat, aber durch dieses mega Radikale und ihr seid alle schlechte Menschen und wie viele Tiere müssen noch... Genau, das wollte ich gerade nochmal sagen. Guck mal, Chat, auch ich bin nicht der perfekte Mensch und auch ich habe in der Öffentlichkeit einige Fehler gemacht und auch mehr Fehler als andere Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, in meiner Position. Aber da gibt es einen ganz schönen Begriff. Und das nennt sich Selbstreflexion. Ich glaube, die Leute, die mich über längere Zeit verfolgen, wissen ganz genau, auch wenn es manchmal bei mir ein bisschen länger dauert, weil ich manchmal ein sturer Hund bin. Viele Leute, die mich lange verfolgen, wissen. Na, ich mir überleg mal, ne, bei Kuchen.tv hat es 1,5 Jahre gedauert, ne, bis er da mal selbst reflektiert hat. Aber ist okay. Auch ganz gerne selbst reflektiere und Dinge, die ich in der Vergangenheit verkehrt gemacht habe, besser mache oder versuche besser zu machen. Und das fehlt mir bei ihr komplett. Das fehlt mir bei der militanten Vibrationsakrobatin extremst. Ich habe das Gefühl, dass da überhaupt gar keine Selbstreflexion stattfindet. Man muss doch einfach mal... Na, die ist schon so ein bisschen narzisstisch auf jeden Fall. Ne? Die hat ja auch, wie gesagt, schon mit YouTubern geredet. Auch unabhängig von so einem Interview, wo war die denn? Ich glaube, mit Honeypoo hat die, glaube ich, mal geredet. Und mit noch irgendeinem. Aber die hat halt nie irgendwas eingesehen. Die bringt immer die gleichen 0815-Phrasen. Die lässt sich überhaupt nicht von irgendwas überzeugen. Ihre Meinung ist die einzig richtige. Und das halt schon auch einfach sehr unsympathisch so. Ne? So erreichst du halt niemanden. Sehen von den Aktionen, die sie gemacht hat und die Reaktion darauf, wie kann man denn so stur immer an dieser Schiene festhalten, wenn man ganz offensichtlich merkt, dass man mit der Art und Weise, wie man die Message verbreiten möchte, das Gegenteil erreicht und Leute eher ja, nicht vom Gegenteil überzeugt, das nicht, aber mit dem, was sie sagt, erreicht sie das Gegenteil. Und dann sollte man sich ja mal fragen, woran das liegt. Und es liegt nicht daran, dass alle so doof sind und nicht ihrer Meinung, sondern am Ende des Tages ist es doch das, Mimi, wie sie es rüberbringt und wie sie mit den Menschen redet und wie sie versucht, ihre Message zu verbreiten. Und da fehlt mir ehrlicherweise, von ihr die Selbstreflexion einfach. Hey, Kailuchen, mein Schatz. Wobei es natürlich, wie gesagt, halt so sehr provoziert und Reichweite aufbaut, ne? Aber klar, fürs Thema bringt es halt. Wo soll ich euch mal Kailo generell zeigen, weniger. Moment. Das Einzige, was halt daran gut ist, das habe ich ja auch schon in dem Video zu Monte gesagt, wo wir auf seinen Real Talk da reagiert haben, ist halt, dass sie halt Leute dazu bringen, sich mit dem Thema grundsätzlich auseinanderzusetzen. Ne? Also sie selber bringt jetzt vielleicht niemanden dazu, sich vegan zu ernähren. Auf der anderen Seite gibt es dann aber vielleicht Leute wie Monte, der einen Real Talk macht, ich mache ein Video dazu, Jonas Ems macht ein Video dazu, Unge reagiert drauf, so weißt du, und wir reden dann vernünftiger, sachlicher über dieses Thema und bringen dann vielleicht Leute mal tatsächlich darüber nachzudenken, ob eine vegane Ernährung nicht gut ist. Und da könnte man ja auch sagen, gut, das ist ihr Ziel, weißt du, das Thema einfach größer zu machen, dass andere halt dann die Diskussion in einem normalen Rahmen weiterführen, weil sie halt weiß, dass über sie berichtet wird. Könnte auch sein, ne? Das wäre schon wieder sehr klug auf jeden Fall. Willst du ein bisschen hier? Oh, hallo, mein Wach sein, mir nie wieder einen Mops holen, Digga. Ich liebe Kailo von ganzem Herzen, aber hätte ich mich vorher mal vernünftig mit der Rasse Mops auseinandergesetzt, hätte ich mir niemals einen Mops geholt, Digga. Sterben, das ist korrekt. Erreichst du halt meist... Oh, sorry. Die sind halt überzüchtet, ne?
dieses mega radikale und wir sind alle schlechte Menschen und wie viele Tiere müssen noch sterben, erreichst du halt meistens einfach keinen Menschen, als wenn du ganz ruhig und sachlich erklärst, was dich halt daran stört. Und selbst da würdest du natürlich nicht alle Leute beeinflussen, aber zumindest würden sie dann eher ihre Meinung ändern. Es gab zum Beispiel ein Video auf TikTok, was ich damals schon gezeigt habe, wo jemand schon gesagt hat, dass er sein Verhalten ändert und du wirst halt trotzdem fertig gemacht. Wenn ich Fleisch esse, dann hochqualitativ einmal in der Woche halt. Dürfen wir einmal in die Woche jemanden Schlachtisch? Nein, die Jungs haben Da siehst du das, was ich meine mit der, anstatt dass sie zu ihm sagt, versteht ihr, anstatt dass ihr, dass sie zu ihm sagt, ey. Korrekt, Bruder. Sorry, ich habe einen Hundehaarmund. Ich denke, anstatt dass sie einfach zu ihm sagt, ey, ich würde es besser finden, wenn du gar kein Fleisch isst, aber ich finde es gut, dass du zumindest schon mal darauf achtest, einmal die Woche nur Fleisch zu essen und dann auch von einem hochqualitativen Bauern, der seine Tiere nicht in der Massentierhaltung hält, damit erreicht sie genau das Gegenteil. Und ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, no disrespect jetzt, ich verstehe auch nicht, was diese aus meiner Wahrnehmung fast noch minderjährigen Kinder um sie herum machen gerade. Verstanden, warum hast du es noch nicht verstanden, dass Nicht-Vegan-Sein nicht okay ist? Sie wollen auch nicht getötet werden. Ich habe verstanden, ich bin auf dem Weg dorthin. Wie viele Tiere müssen auf diesem Weg noch für dich verrecken, bis du endlich vegan bist? Null oder viele? Warum kann man da nicht sagen, hey, cool. Es ist so unangenehm, sie so zu hören. Sag ich ehrlich, es ist so unangenehm. Cool, immerhin bist du einer, der es tatsächlich reduziert und auch bald aufhören möchte. Genau. Finde ich klasse. Ja. Nein, stattdessen darfst du dich da noch belehren. Ja, ja, es ist so dumm, es ist so dumm. Du erreichst damit genau das Gegenteil, ja, es ist so dumm. Ich habe das ja, also in dem Video habe ich es ja nochmal ausführlich erklärt. Ne, da hat er sogar kurz gesagt, mal ein Video zu gemacht. Ey, die haben mir einen Bonbon mitgeschickt, wie cool ist das denn? Ah, ich auch sowas nicht. Menschen sind halt Gewohnheitstiere so. Normalerweise ist es halt sauschwer, von heute auf morgen sich irgendwas abzugewöhnen, was einfach in deinem Tagesablauf oder so drin ist. So. Und das Gleiche ist halt auch mit der Ernährung natürlich der Fall, ne? Weil du musst ja wirklich überlegen, wenn du jetzt einkaufen gehst und du hast kein Fleisch mehr, du musst ja echt gucken, was legst du dir aufs Brot, was isst du zum Mittag, was ist ein Snack zwischendurch, ne? Ich esse zum Beispiel ganz gerne mal so Salami-Sticks zum Beispiel, ne? Könnte ich auch nicht mehr machen. So, und das alles von einem auf den anderen Tag zu ändern, ist halt einfach nicht realistisch. So, und ich sag mal, wenn jeder von uns sein Leben ein bisschen ändern würde und zum Beispiel echt sagt, okay, wir essen zweimal in der Woche Fleisch maximal, dann wäre halt schon super viel für die Tiere getan. Klar würden dann immer noch welche leiden, aber es wäre schon mal eine Veränderung da, die du sowieso nicht schneller hinbekommst. Weißt du, stattdessen darfst du dir dann noch anhören, nee, du bist ein ganz schlechter Mensch, Bruder, das geht gar nicht. Anstatt, dass sie so auf korrekt jetzt im übertriebenen Sinne zu ihnen sagt, ey, finde ich cool und falls du dich dazu entscheidest, dich komplett vegan zu ernähren, hier, sag mir mal deinen Instagram-Account, dann kann ich dir noch ein paar korrekte Lebensmittel, Alternativprodukte rüberschicken und so, ich wünsche dir viel Erfolg, halt dran fest. Sie hat gar keine Lernkurve, versteht? Das ist realistisch, andere schaffen das auch. Bruder, Menschen sind trotzdem Gewohnheitstiere. Ja, weiß nicht, es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, von heute auf morgen ihr komplettes Leben ändern und jeden Tag Sport machen auf einmal, obwohl die vorher nur auf der Couch saßen. Und andere brauchen halt erstmal ihre Zeit, um neue Gewohnheiten in ihr Leben zu integrieren, was auch absolut menschlich und normal ist. Steht ihr, wie ich meine? Die hat gar keine Lernkurve. Sie hätte schon so viel mit ihrer Reichweite und mit dem, wie sie es, was sie sagen möchte, erreichen können, aber sie macht es immer komplett falsch. Null Selbstreflexion. Der Typ wird nach Hause gehen und wird richtig Bock haben, jetzt ein besserer Mensch zu werden. Es gab ja auch vor kurzem eine Zeit, wo sie wirklich mit allen möglichen Influencern richtig Beef angefangen richtig hat. Und das nicht mal aus krassen Gründen, sondern sie hat wirklich Kleinigkeiten genommen, um dann dagegen TikTok-Videos zu machen, um halt irgendwie viral zu gehen. Ich finde es halt schade, weil das Thema Veganismus ist halt super wichtig. Richtig. Und sie zieht das durch sowas halt einfach immer mehr in den Dreck. So erreicht sie halt einfach niemanden. Das einzige Gute an der militanten Veganerin ist, dass außerhalb von dem, was sie sagt, Leute wie zum Beispiel ich oder Jonas oder auch Monte, was zu diesem Thema sagt und wir das Ganze viel ruhiger und sachlicher machen. Muss ja auch mal machen. Ihr Props haben und wir, dann, wir dann quasi als zweite Person in der Kette halt dann vielleicht dafür sorgen, dass der ein oder andere sein Verhalten ändert. Gerade, dass sie jetzt aber wegen den Vorwürfen Leroy wegen Verleumdung anzeigen möchte, ist halt einfach absolut lächerlich. Ich meine, ich habe euch in dem Video ja auch gezeigt, dass die Vorwürfe nicht aus dem Nichts kommen, sondern es schon irgendwelche Belege dafür gibt. Die militante Veganerin könnte halt auch alles entkräften, indem sie uns halt sagt, dass das nicht so ist, beziehungsweise halt beweist, dass das nicht so ist. Stattdessen ruft sie halt einfach auf, dass sie halt Leroy anzeigt, was ich nicht verstehen kann. Was sagt ihr zu den Ganzen? Wird Leroy vor Gericht dann verlieren oder gewinnen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ein gutes Video von Kuchen aber. Ja, ich denke, erstmal gutes Video von Kuchen auf jeden Fall. Ich glaube, er hat das gerade abschließend ganz gut gesagt. Am Ende, glaube ich, erreicht ein Kuchen oder auch ich, wir erreichen mit unseren Aussagen mehr in Richtung bewusste Ernährung, auf Fleisch verzichten oder
bewusste Ernährung im Sinne von das Fleisch reduzieren. Ich glaube, wir erreichen mit dem, was wir machen, viel mehr. Aber ich heiße nicht militanter Black. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich bin Montana Black. Und ich bin zwar vegetarisch, / auch gerne vegan unterwegs, habe es mir aber nicht zur Mission gemacht, alle meine Zuschauer davon zu überzeugen, dass sie auf Fleisch verzichten müssen, sondern ich teile nur meine Erfahrungsberichte und Ähnliches mit und sage am Ende, ey, es wäre cool, wenn ihr einfach ein bisschen besser auf euren Fleischkonsum achtet, vielleicht anstatt dreimal die Woche einmal die Woche Fleisch isst und vielleicht euch nicht die Billigprodukte beim Lidl holt, sondern vielleicht den Metzger oder den Bauern um die Ecke und Ähnliches supportet und euch dann in dem Fall Qualitätsfleisch holt von Tieren, die auch zumindest in der Zeit, wo sie noch gelebt haben, ein Qualitätsleben hatten. Am Ende ist es natürlich immer schade, wenn die Tiere geschlachtet werden, da bleibe ich auch bei. Aber du kannst ja nicht mit der Brechstange immer sofort alles erreichen, aber das versucht sie und das ist absolut nach hinten losgegangen. Tut mir leid. Sie kann sich aus meiner Wahrnehmung, und das ist einfach eine Aussage, die ich dann auch so stehen lasse, sie kann sich in militante Versagerin umbenennen. Denn das, was sie in ihrem Namen trägt, militante Veganerin, ist voll nach hinten losgegangen. Es ist voll nach hinten losgegangen. Das Einzige, was sie jetzt noch vorzuweisen hat, ist der Kontoauszug mit einer dicken Plus, weil sie ihren Körper auf OnlyFans verkauft hat, was ja ihr gutes Recht ist, kann sie ja machen, aber das ist ihr größter Erfolg aus den letzten 1,5-2 Jahren. Und wenn das das ist, worauf sie stolz ist, dass das ihr einziger Erfolg ist, den sie vorzuweisen kann, dass ihr Körper sich gut verkauft, na, dann Glückwunsch, Gigi kann sich einen Schulterklopfer von mir abholen. Muss mal sagen, also aber der, in der Mission militante Der Körper verkauft sich auch deswegen auch so gut, weil sie halt einfach jetzt auch bekannt ist, ne? Und einfach halt viele Leute sie kennen und sich natürlich dann auch dafür interessieren, wenn sie plötzlich damit anfängt, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Veganerin, vollkommen versagt. Benenn dich um in militante Versagerin. Ganz einfach. Ja. In dem Ding kriegst du eine 6, nachsitzen, versagt. Sorry. Ja. So, ich denke, mehr sagt Monte nicht dazu. Ja, ich sehe das auf jeden Fall genauso wie er. Das ist ein sehr gutes Video von KuchenTV gewesen, auf jeden Fall. Und an sich, ja, es ist halt schade, ne, dass sie das Thema irgendwie doch dann sehr dafür ausnutzt. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es wichtig ist. Vielleicht ist sie auch einfach so ein bisschen narzisstisch oder von sich selbst überzeugt, wie sie sich selber im Mittelpunkt haben und nutzt das vielleicht dafür aus. Ich weiß, ich will jetzt auch nicht psychisch irgendwie begutachten, da habe ich auch nicht die Expertise für. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schade, wie sie halt mit der ganzen Thematik halt einfach umgeht. Und ja, dass sie Leroy jetzt dafür anzeigen möchte, ist halt einfach absolut Schwachsinn. Also ich glaube, darüber brauchen wir wirklich nicht reden, dass da auch nichts bei rumkommen wird, weil es ja diese Vorwürfe, wie gesagt, schon länger gibt. Auch da, ich verstehe es nicht. Sie könnte das auch einfach richtigstellen, irgendwas dazu sagen, sich davon distanzieren oder sonst irgendwas. So, aber sagt dann einfach nur, nö, ich zeige dich jetzt wegen Verleugnung an. Ja, das will ich sehen auf jeden Fall. Da bin ich gespannt auf jeden Fall.